angels we have heard on high, singing sweetly through the night. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man einen leckeren Käsekuchen herstellt, und dafür brauchen wir Zucker, Mehl, ein Ei, Butter, also weiche Butter, so, und Backpulver und natürlich meine neue Errungenschaft, eine KitchenAid oder ein Handrührgerät. So, zuerst werden wir das ganze Mehl mit dem Zucker und dem Ei und der Butter, Moment, ich musste mal eben Löffel holen, und der Butter zusammen verrühren. Und natürlich das Backpulver muss da auch rein, allerdings nur eine halbe Tüte. Und jetzt geht's los. Einmal den Rührstab runterstellen und auf die Stufe 2 und das Ganze erstmal verrühren. Daraus wird jetzt erstmal der Boden gemacht und den werden wir gleich in eine Springform umfüllen bzw. das Ganze andrücken, damit man auch einen schönen Rand und natürlich auch einen tollen Boden hat. Ist der Teig fertig und wir sehen jetzt zu, dass wir das Backpapier in die Springform stellen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, dann klebt das unten nicht. Ich hatte es so ein kleines bisschen eilig, deswegen reiße ich das Ganze ab. Ihr könnt das auch mit einer Schere nachschneiden und dann werden die Ränder erstmal mit Butter eingefettet. Ich habe das jetzt mit einem Silikonpinsel gemacht, damit arbeite ich eigentlich sehr gerne. Und dann kommt man auch überall dran. So, nun ist die Form eingefettet und jetzt nehme ich erstmal hier diesen Rührstab raus und mache jetzt aus diesem Mürbeteig, es ist ja ein Mürbeteig, mache ich jetzt erstmal den Rand. In dem Rezept stand, man soll es erstmal zusammendrücken und dann an den Rand drücken. War das jetzt richtig? Ja, also ihr wisst, wie ich das meine. Und da habe ich mich jetzt erstmal ein bisschen durchgewurstelt und habe dann versucht, den gesamten Mürbeteig gut und sparsam einzusetzen. Jetzt widmen wir uns der Füllung, das heißt dem Innenleben, und wir brauchen dafür eine Tüte Puddingpulver und zwar von dem Vanillegeschmack. Dann brauchen wir 4 Eier, Zucker, Vanillezucker, das hier in der Tasse, das ist Öl, also naturmäßiges, nennt sich das so, also ohne Geschmack. Dann brauchen wir 500 Milliliter Milch und 1 Kilo Speisequark. Das Tolle an diesem Rezept ist, ihr könnt alles jetzt zusammenlegen, also beziehungsweise alles in die Schüssel packen und dann das Ganze verrühren. Musik.
geht's los. Volle Kraft voraus. Ich habe erstmal auf der ersten Stufe das Ganze vermischt und musste schnell feststellen, dass ich den Spritzschutz draufsetzen muss. Und gleich wird es ein bisschen schneller und das wird jetzt erstmal zu einer homogenen Masse verrührt. Sagt es sieht doch bestimmt richtig toll aus. Also ich fand es gut, wenn man in einer Glasschüssel das Ganze verrührt. Herrlich. Jetzt kommen wir zum Ende. Das Ganze habe ich jetzt schön verrühren lassen durch die KitchenAid und es wird dann erstmal dieser Schneebesen daraus genommen. Das ist so toll bei der Küchenmaschine. Es ist total einfach und jetzt hole ich meine Springform heraus. Jawohl, da ist sie. Und jetzt wird das Ganze da einfach mal reingeschüttet. Was ein Traum. Und so sieht das jetzt erstmal aus und geht für 1 Stunde 15 in den Backofen bei 175 Grad. Und so sieht das Ganze dann zum Schluss aus. Einfach ein Traum und das Beste ist, es ist nicht gerissen. Juhu! Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder wenn ihr noch mehr hiervon sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen und schaut unbedingt bei den Mädels vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!